Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok, ihr Nichte, und heute soll es einmal darum gehen, warum Laplace, einer der zentralen Figuren in der Welt von Mushoku Tensei, so overpowered ist. Also Spoilerwarnung. Doch zuvor sage ich wie immer an dieser Stelle, Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Fangs-Funktion. Und damit zum eigentlichen Thema. Der Dämonengott Laplace ist definitiv einer der einflussreichsten und mächtigsten Wesen in der Welt von Mushoku Tensei. Und das, obwohl er gebannt bzw. getötet worden ist. Dennoch immer sind es seine Aspekte und Eigenschaften, die zur Geburt von potenziell mächtigen Lebewesen führen. Denn nach seiner Bannung wurden Kinder mit verschiedenen Eigenschaften von Laplace geboren. So erhielt Sylphie sein angeborenes Talent für Magie und sein grünes Haar, Rodeus sein Potenzial für einen enormen Mana-Vorrat und andere wiederum ein Dämonenauge von ihm. Und irgendwann, in ein paar Jahrzehnten, werden all diese Eigenschaften von Laplace in einem einzigen Körper zusammenkommen, der dann von dessen Seele übernommen werden wird. Und Laplace wird somit wiedergeboren werden. Und seine Rückkehr wird von den Helden, die damals für sein Ende verantwortlich gewesen sind, auch noch heute gefürchtet. Ob von Perugius Dola, einem weiteren Überlebenden vom Drachenvolk, also von den gleichen Leuten, von denen auch Orset abstammt, oder von anderen menschlichen Ländern und ganzen Königreichen. Laplace' Name allein verbreitet doch heute Angst und Schrecken. Doch er wird auch immer noch verehrt und als Held angesehen, nämlich von den Kindern des Dämonenkontinents. Kleine Kinder spielen noch 400 Jahre nach dem Ende des Krieges in den Straßen und tun so, als wären sie Laplace oder seine Generäle. Denn auch wenn es für die Menschen ein Albtraum war, so hat Laplace die Dämonen, die auf ihrem kargen und gefährlichen Kontinent ihr Dasein fristen, weit vorangebracht. Für sie war er nicht nur ein mörderischer Kriegsherr, der aus scheinbar vollkommen irrationalen Motiven die Menschheit angegriffen und fast ausradiert hätte, sondern er wird auch als fortschrittlicher Regent angesehen, der viel Gutes für die Dämonen getan hatte. Beispielsweise Windport ist bis heute die einzige größere Überseehafenstadt, den der gesamte Dämonenkontinent hat, da dessen Bevölkerung in der Regel weit verteilt lebt, da der karge, nährstoffarme Boden einerseits nicht viel Nahrung produzieren kann und damit nur wenig große Städte versorgen wird. Und zum anderen sind die Bestien des Dämonenkontinentes die gefährlichsten in der gesamten Welt und sie fordern ihren Tribut. Von daher war Reisen und damit auch der Handel extrem gefährlich. Und es gab einfach keinen natürlichen Bedarf für einen großen Überseehafen. Insofern musste Laplace erst durchsetzen, dass einer gebaut wird, nachdem er den politisch komplett zersplitterten Dämonenkontinent geeint hat und ihn zumindest am Südende an die weitere Welt anbinden wollte. Doch Laplace, für all das Ansehen und all die Furcht, mit der er noch heute betrachtet wird, hatte gewaltige Probleme. Genau wie Rodeus Greyrat konnte Laplace sein Mana nicht um seinen Körper hüllen und damit die Battle-Aura einsetzen. Die Battle-Aura hätte seinen Körper normalerweise stärker und vor allem widerstandsfähiger gemacht. Doch so war wie Rodeus Greyrat eher eine Glaskanone. Mit anderen Worten, er konnte gewaltige Zauber entfesseln, die weit über dem lag, was normale Lebewesen jemals erreichen werden können. Aber ein gut platzierter Schwerthieb, ein Glückstreffer oder ein Dolch in seinem Rücken würden unter Umständen dazu führen, dass Laplace erneut stirbt. Dazu, und das ist etwas, das bereits Hitogami erwähnt hatte, eigentlich wäre Laplace, genau wie Orsted, dazu verflucht, von allen Wesen dieser Welt gehasst und gefürchtet zu werden. Doch Laplace, dank seiner Intelligenz, konnte sich seinen Schwächen entledigen. Zum einen konnte er seinen Fluch, der ihn so verhasst macht, an die Speere übertragen, die er dann den Superz, dem Stamm von Rudyard, übergab. Das erlaubte ihm überhaupt erst, den gesamten Dämonenkontinent unter sich zu vereinen und damit eine riesige Armee gegen die Menschheit ins Felde zu führen. Denn mit seinem Fluch wäre er auf sich allein gestellt gewesen. Doch mindestens ebenso beeindruckend waren die zwei Methoden, mit denen Laplace sich schützen wollte.
Die erste war eine wahrhaft legendäre Rüstung. Die Rüstung von der Plas war zum einen durch und durch von Mana getränkt und hatte zum anderen ein eigenes Bewusstsein. Es war ironischerweise auch die Rüstung des goldenen Ritters Aldebaran, beziehungsweise die, die er später verwenden würde, um La Plas zu besiegen. Und noch etwas ist an der Rüstung bemerkenswert, denn sie stammt aus einer Zeit, als La Plas noch Toku, also seine Mana-Rüstung, einsetzen konnte, genau wie Eris oder Rujert, und er war damals noch eben keine Glaskanone wie später Rudi. Und diese Rüstung war overpowered und macht overpowered, denn zunächst mal steigerte sie die Macht des Trägers immens, er wurde stärker, schneller, hatte bessere Reflexe, war ausdauernder und widerstandsfähiger. Dazu schützte die Rüstung auch vor den meisten Zaubern komplett. Ähnlich wie die magische Nullifikationsfähigkeit von 1 das macht. Doch genau wie bei ihm kommen auch wirklich mächtige Angriffe und Zauber weiterhin durch. Allerdings muss dafür eine enorme Kraft dahinter stecken. Zum anderen hat die Rüstung einen eigenen Willen. Und damit macht sie einen enorm stärker durch ihre mehr als 1000 Kampftechniken, die die Rüstung selbst kennt. Und die dritte große Stärke der Rüstung ist ihre Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Sie ist nämlich keine Rüstung im traditionellen Sinne, sondern quasi lebendes Metall, das sich regenerieren und sich an jeden Träger anpassen kann. Allerdings ist die Powerquelle für die Rüstung für ihren Träger extrem tödlich, denn das ist die Lebensenergie des Trägers, an der sie sich nähert. Und nur um mal deutlich zu machen, wie verheerend dieser Lebensenergiefraß ist, die Rüstung konnte einmal angelegt selbst Drachengott Orsted früher oder später leersaugen. Und dazu ist die Mana-getränkte Rüstung scheinbar nicht nur am Leben, sondern auch verflucht und bösartig. Sie übernimmt mehr und mehr das Wesen und den Willen ihres Trägers und korrumpiert ihn ähnlich wie der Ring aus diesem einen Real-Life-Anime, dessen Name mir gerade nicht einfallen will. Und wie der Ring der Macht Leute gierig und größenwahnsinnig werden lässt, so macht die goldene Rüstung den Träger mit der Zeit zu einem kampfbesessenen Berserker. Dazu verhindert sie eine Heilung des Trägers durch Heilungsmagie, was auch ein ziemlicher Nachteil ist. Es sei denn natürlich, man kann sich selber heilen. Und genau deswegen legte sich La Plas auch letzten Endes diese Rüstung nicht mehr an und trug sie einfach nicht mehr. Wie gesagt, damals konnte er noch die Kampfaura nutzen und der Verlust der Rüstung war nicht weiter tragisch. Im dritten Dämonenkrieg, vor 400 Jahren, wo La Plas den Krieg in seinem eigenen Namen und zur Vernichtung der gesamten Menschheit führte, war La Plas eigentlich verwundbar. Denn er konnte, wie gesagt, wie Rudius, nun keine Kampfaura mehr einsetzen. Und er hatte auch keine goldene Rüstung an. Doch dennoch war er fast unverwundbar und unbesiegbar geworden. Und hier kommen wir damit zur Geschichte des Endes von La Plas. Denn er wurde am Ende natürlich doch besiegt. Denn Perugius Dola, das ist der Mann aus der schwebenden Festung, Orsteds Vorgänger, oder eher gesagt Nachfolger, Drachengott Orupin, und Kalman der Erste, der Begründer des Nordgott-Kampfstiles, und der Vierte im Bunde, Rujert, der ehemalige Gardekapitän von der Plas, konnten ihn dennoch besiegen. Doch das war nicht so einfach. Denn La Plas hatte zwar keine Battle-Aura mehr, war damit eigentlich sehr leicht auszuschalten, aber dennoch, durch eine unbekannte Magie hat La Plas seinen Körper schier unverwundbar gemacht, so dass selbst Orsted größte Probleme hätte, ihn zu besiegen. Doch Rujert, dank seines dritten Auges, war dazu in der Lage, den Schwachpunkt von La Plas zu finden, was letzten Endes zu dessen Niederlage führte. Wir wissen nicht, wie genau das alles ablief und wie der Schwachpunkt eigentlich ausgesehen hat. Aber ich denke, es könnte eine Art Heilungsmagie, die intern verläuft, gewesen sein. Also hat sich quasi intern Heilungsmagie auf seine Knochen und so weiter geritzt und dieser Zirkel damit sein Mana versorgt, sodass er sich immer und immer weiter heilen würde, auch wenn er getroffen würde. Und der Schwachpunkt davon wäre dann eben das Zentrum der Heilungsmagie. Also quasi der Zirkel der Heilungsmagie in seinem Körper. Und sowas ähnliches hat es ja auch in One Punch Man gegeben mit den Außerirdischen und den kleinen Perlen, die sie in ihren Körpern trugen. Wie gesagt, wir wissen es nicht genau, nur dass der Schwachpunkt halt große Mengen von Mana hatte, weswegen ihn Rujert sehen konnte, mit seinem dritten Auge.
Und damit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Und nun seid ihr an der Reihe. Was ist eure Meinung zum Thema Laplace? Schreibt es ganz gerne ab in die Kommentare. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an Animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philip, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Howe, Nix mag dir, Sebastian, Dark Phoenix Bonn, Despotanis, Nemasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiva Tiva, Toby CTZ, Krull Teppes, Hendrik Stresso, Yuharichan, El Bosna, Silberhand 234 und Dan. Danke, Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderschönen Tag.